So, funktioniert jetzt das Mikro? Ja. Gut, scheint zu funktionieren. Nur ein bisschen laut. Na gut. Aber echt laut. Steuern, ha? Ah, naja. Ich guck grad mal. Bisschen leise, weil ihr möchtet es ja auch nicht zu laut machen. So, auf jeden Fall, herzlich willkommen zurück zu Yukio Capsule Monster Colosseum. Wir kämpfen jetzt gegen den guten Marekista. Bin mal gespannt. Da bist du, Pharao. Bist du bereit, alles zu verlieren, was dir lieb und teuer ist? Der hat mir einen Fehler gemacht. Bis, nicht bist. Marek Ishtar. Ich spüre unglaubliche Kräfte in den Tiefen seiner Seele. Pharao, ich habe auf dieses Duell viele tausend Jahre gewartet. Und ich werde nicht eine Sekunde länger warten. Ich verstehe. Wenn dieses Duell schon seit ewigen Zeiten vorherbestimmt ist, dann gibt es für mich keinen Weg, diesem Duell auszuweichen. Dein Ende ist nah, Pharao. Zeit für ein Duell, Marek! Interessante Karte hat er auch. Könnte schwer werden. Ah, scheiße. Gehe mal davon aus, dass er Finsternis hat. Aber wir werden auch mit Finsternis spielen. Oha, wir haben 900 Magiepunkte, ey. Krass. Mir ja richtig schön. Die Schuppenpuppe nehme ich mal mit. Glaubensvogel, beste. Glaubensvogel war richtig übel. Na, ah, schon können wir nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Dann noch die beiden. Dann haben wir auf jeden Fall 8 Monster. Aber guckt euch das Feld an! Bah, das wird ja unnormal schwierig. Da durchzugehen, ey. Oh Mann, das wird lustig. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Naja, schauen wir mal. Vielleicht wird's auch gut. Na, hat auch Finsternis. Oh, was hat zweimal? Und einmal Licht. Der fängt an. Lasst das Duell des. Sorry, du warst zu lang, hast zu langsam gelabert. Nadelball, okay. Und keine Ahnung. Irgendeine Kröte. Ich bin am Zug. Genau. So, Nadelball. Dann haben wir Ryokishin. Okay. Dann haben wir Kanikaputo. Okay. Okay. 216 Meter. Okay, das ist übel. Boah. Junge, Bossmonster Soa. Okay, er hat so. Interessant.
Ryukishin und Bolzenpinguin. Ja gut, Soa wird übel. Achso, ja klar, wir haben ja gar keine. So. Stahlskorpion. Und ja, komm, warum nicht? Das war's dann schon. So wird schwer, glaube ich. Ich bin dran. Noch nie hat jemand sich so gefeiert über einen Zug. Also, dass er dran ist, meine ich, ne? Yo! Da kommt einfach. Er summit einfach so. Im zweiten Turn. Nice. Tja, dann müssen wir auch unserem starken Monster mal sammeln. Mache ich mit Vergnügen. Meine richtig mächtigen Kreaturen, die nur richtig Bock haben, richtig schön einzuheizen. Die richtigen Bossmonster. So. Schreiten wir voran. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sich das bewegen wird. Man hat es in der Eröffnungssequenz auch gemacht. Wow. Soa hat eine krasse Reichweite, da müssen wir aufpassen. Krass, wir können nicht schon so durchziehen. Das ist schon geil. Das feiere ich. So. Dann teilen wir unsere Kräfte mal auf. Damit wir dann bereit sind, wenn es soweit ist. Ja, ich habe nicht gerechnet, dass er so eine übel Reichweite hat. Es wird ein schwerer Gegner, ich merke das. Der wird übel. Und der bewegt immer das Ding hier, das nervt. So, kann ich angreifen, ne? Ne, Kirschen. Reicht mir auch. Das werden wir noch sehen. Das ist blöd. Naja, gut. Immerhin den Pinguin Damage geben. Warten erstmal.
auch nichts. Das Problem ist, unsere Monster sind nicht in der Reichweite, um gut Schaden zu machen. Ja, gut, das wäre logisch. Wird es jetzt aber. Und zwar easy. Bro, der hat noch nicht mal einen Typenvorteil. Besiegt aber meinen Schaufelbrecher instant. Was? Jetzt müssen wir ganz genau spielen. Aber wir können nicht angreifen. Meine Monster haben nicht die geile Reichweite, die er hat. Und das spürt man mega. Okay. Wenn ich dich wegbewege, ist super. Ich hasse das, wenn ich zu schnell drücke. Weil ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass du ihn nicht besiegen wirst. Ah, da. Na gut, bringt mir jetzt aber auch nicht so unfassbar viel. Naja, mein Level up. Aber ist zu wenig. Gut, ein Ryokushin weniger. Das ist großartig. Gut. Hier mit meiner Magiermädchen lieber Rückzug an. Was musst du denn für eine Spezialfähigkeit wieder? Ist ganz cool. Können wir just for fun gucken, wie viel Damage er macht. 93. Ich glaube, der Vogel geht erstmal nach hinten. Bis ich mir was überlegt habe. Glaubensvogel. Ich habe nicht gerechnet, dass er so abartig viel zieht. Das ist viel zu viel.
dass er mit allen Monster jetzt auch noch antritt, näher kommt, ist absolut grauenhaft. Wahrscheinlich ist er wieder in absolut gottgleicher Nicht-Angriffsposition. Ey, das ist doch schlecht, ey. Wofür habe ich ein schwarzes Magiermädchen, wenn es gefühlt nur dann einen treffen kann, wenn es direkt vor die Fresse ist? So, mal 13 schon mal. Das ist so eine Spezialfähigkeit. Etwas, das mir jetzt gerade gar nichts bringt. Aber 116 gefällt mir. Und damit ist so zerstört. Hat aber trotzdem halt zwei Einheiten von mir vernichtet. Das ist schlecht. Aber halt dafür sein Bossmonster vernichtet. Das ist großartig. Trotzdem zu viel Schaden genommen, finde ich. So. Das neue Mädchen geht dahin. Und dann. Keine Ahnung, ob der irgendwas bringt. Glaubt mal nicht. Auf diese Art und Weise lasse ich mich nicht besiegen. Die Todespuppe ist gut, finde ich. Die hat viel KP und hält einiges aus. Okay, die bringen mir jetzt, sind jetzt nicht so der schwere Punkt, finde ich. Ja, wir werden wir. Beziehungsweise hoffen wir es mal. Auf jeden Fall können wir hier schon mal Ryokushin angreifen. Das hilft schon mal mega. Na! Ah! Super. Komischer Vogel zerstört auch noch. Ryokushin! Huah! Nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. Klar sind wir besser. Angreifen. Auf jeden Fall. Wenn wir einen von denen vernichten, ist das schon maximaler Gewinn, finde ich. Okay. Ja gut. 134. Ja, die haben leider zu viel Leben, dass wir da nicht allzu viel rausmachen, finde ich. Also nicht so viel Damage rausholen können. Ja, das war's dann leider auch schon. Mehr können wir nicht machen. Es sind leider drei. Übrig, das ist nicht gut. So besteht leider die Gefahr, dass komischer Vogel drauf geht. Tut er ja jetzt auch.
meine Höllenwieser-Puppe und dunkles Magier-Mädchen. Das wäre absolut K.O.-Schlag für mich. Zwei hätte er schon gemacht. Ich spiele. Dass die auch nur so eine lächerliche Reichweite hat. Bruder, da vorne hast du nur einen Schritt gegangen und jetzt kannst du plötzlich diagonal perfekt durchziehen. Bruder, halt's Maul. Wie geht das? Alter. Ist ja unnormal lächerlich, ey. Das Problem ist nur, Pistolendrache und Skorpion sind safe nicht in der großen guten Reichweite. Er ist leider nicht der Geschwächte. Wenn es der hier gewesen wäre, den hätte ich jetzt zerstört dadurch, aber... Ich kann nur den anderen angreifen. Und sorry, aber das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. Ich warte lieber, dass er zu mir kommt. Da. Oder der macht die gleichen Schritte einfach nur. Was ist das? Wenn er jetzt einfach von da unten wieder dahin geht, dann drehe ich durch. Jetzt hat er wenigstens das gemacht, was ich wollte. Er ist zu mir gekommen. Schade, das ist leider der nicht der ist, den ich wollte. Und schade, dass mein Pistolendrache ja komplett abkackt. Bro! Das ist ja übel scheiße. Da kann ich auch nur einen angreifen, ey. Und zwar den... ja. Mann, das ist ja übel scheiße. So, Spezialfähigkeit. Let's go. Leider zu viel, zu wenig Damage.
Es ließ sich nicht vermeiden. Sorry. Die Typen sind so geil, perfekt, diagonal geil, dass ich da null Chance habe, irgendwas zu machen. Und leider habe ich nur noch Figuren übrig, die auf diesem Territorium absolut schrecklich waren. Ja, und er kann jetzt natürlich perfekt so aufgeräumt machen. Hat er großartig gemacht. Da konnte ich null machen. Ja, das ist halt... Ihr seid ja, das Feld ist großartig scheiße. Das war für mich absolut scheiße. Das einzig Gute ist, dass ich Soa bekomme. Naja, ist klar. Ärgerlich, einfach nur. Das ist unnötig, finde ich. Dass ich mein schwarzes Mario-Mädchen verlieren musste, nur damit ich den hier wegklatsche. Gefällt mir nicht. Ja, dass ich auch Schaufelbrecher und Klausvogel verloren habe, ist es übel. Ja, ich bin in einem Duell noch nie so gedemütigt worden. Was? Ich habe verloren. Ja, du hast verloren. Dieses Duell des Schicksals ging zu meinen Gunsten aus. Warum? Warum habe ich gegen diesen Amateur von Pharao verloren? Solange du von den Schatten kontrolliert wirst, wirst du niemals in der Lage sein, mich zu besiegen. Wart's nur ab, Pharao! Ah, sorry Leute, ich muss gerade noch was machen. Das ist jetzt eigentlich nicht so geplant. Nein, ich habe ganz einfach, ich habe verkackt, zu vergessen. Ich komme ja frisch von der Nachtschicht. Wir machen jetzt gerade so ein bisschen Talk, weil ich jetzt 3 Minuten gerade das hier machen muss. Na, ich habe das auf der Nachtschicht verkackt, weil ja, ich nicht wirklich eine Pause hatte mal wieder. Ja, es gibt auch Arbeiten, da hast du nie eine Pause. Dazu gehört leider meine Arbeit. Und ich habe leider noch nicht eine Rennen, das man täglich in Mario Kart Tour machen muss. So, dann kriegst du so, keine Ahnung, kannst du schöne, coole Preise für bekommen, wenn du das machst. So, und das habe ich komplett versemmelt, gerade zu machen. Sind wir auch schon fertig. Ja. Deswegen, das ist die Scheiße. Cool, rechter Arm und Schießdrache haben Level Up bekommen. Ich würde mal sagen, das und so. Ja, auf jeden Fall KP. Schön, Level 5 ist der rechte Arm schon. So, safe Soa. Ja, Andrea Geschin. Safe Ryokishin. Ja gut, 5 Rubine habe ich jetzt nur dafür bekommen. Aber die kann ich für was benutzen. Denn Mario Kart Tour ist jetzt kein Pay-to-Win-Game mehr. Durften die nicht mehr machen. Deswegen kannst du jetzt die ganzen tollen, schönen Sachen jetzt einfach so auch kaufen. Ohne Geld auszugeben. Also man kann immer noch Geld ausgeben für Rubine so, aber du hast nicht mehr die schlechten Wahrscheinlichkeiten, dass du aus der Röhre nichts ziehst. So, Abschnitt 4 kommt jetzt dran.
So, das ist der letzte Bereich. Nein, ist er nicht. Vorletzter. Ey, Bro, alle meine Spiele haben heute Updates, ey. Und der braucht jetzt gerade so viel Speicher, dass ich am Durchdrehen bin, ey. Meine Güte. Achso, das ist das andere Sword Art Online, was mir nicht gefällt. Shop. Ne, ich hasse das, weil jetzt ist mein Handy mal wieder voll. So, und jetzt muss ich wieder Sachen löschen. Du bist sehr weit gekommen. Das mich mega nervt. Ich bin stolz, dein Großvater zu sein. Hier sind noch mehr neue Monster. Sie werden dir weiterhelfen. Was möchtest du gerne okay, tun? Okay, neue Monster, das gefällt mir doch schon mal. 129, das heißt, ihr habt 25 neue Monster bekommen. Oh, Okubim und Totenkopfwächters. Safe. Linker Arm. Dunkler Magier! Oh mein Gott, dunkler Magier. Geil. Flüssiger Behemoth. Interessant. Oh, Garusis. Den nehmen wir auch, weil wir haben genug Kohle. Oh, Menschenfresser. Hi, 4 Schritte, ja gut. Mechanischer Barsch, okay. Was sagt die Gazelle? 4 Schritte und 2, das ist cool. Doppelköpfiger Behemoth. Auch eine starke Kreatur. Brauchen wir auch. Herkuleskäfer. Nicht so. Ist eher so eine Verteidigung, glaube ich. Akakirsu, auf jeden Fall. Unsterblicher. Das Donner, okay. Angriffsmaschine, okay. Ja, interessant. Safe kaufen. Was möchtest du gerne tun? So, Monster verwalten. Weil, ist logisch. So. Ey, Drachenflug habe ich nicht einmal benutzt. Nicht einmal. Okay, das ist der dunkle Magier. Den nehmen wir sowas von safe mit. Hundertprozentig. Bro, ohne den gehe ich, geht's nicht weiter. Garusis ist cool. Der Doppelköpfigen nehme ich gerne. Kaisu wäre cool. Turike kommt raus. Was kann ich, habe ich überhaupt? Ja, Gazelle. So ist echt heftig. 2 Schritte bewegen und 3 Felder. Das ist genau wie mein Schießdrache. Das ist echt übel. Cool. Dann haben wir ein paar neue Monster wieder. Gesnackt.